Wir haben gemerkt, jede Stadt ist anders, aber alle Städte haben Kinder. Und alle Städte haben auch erkannt, dass sie für die Kinder was tun müssen. Und bei vielen Städten ist es auch so, dass man sagt, es wäre besser, wir würden unsere Kräfte zusammenschließen und würden uns mehr vernetzen und dann könnten wir bessere Wirkung entfalten. Und aus dieser Überlegung ist dieser Kongress entstanden und wir haben gesagt, was auch immer das Thema ist, ob es Kinderarmut ist, ob es frühkindliche Förderung ist, ob es Grundschule ist, ob es Elternarbeit ist, man kann zu jedem dieser Themen einen Kinderstiften-Zukunftskongress machen und ihn ganz maßgeschneidert in den jeweiligen Städten durchführen. Nachdem ich selber im Jugendamt tätig bin, war mir immer klar, dass Kinderarmut hier in Erlangen ein Thema ist, das gerade, weil Erlangen eine Kommune ist, die überschaubar ist und die Akteure im Grunde sich kennen und miteinander sprechen, dass gerade das Thema Kinderarmut wunderbar passt für dieses Format Kinderstiften Zukunft, weil es alle Akteure zusammenbringt und hier auch was gelingen kann. In der Tat müssen wir uns überlegen, wie wir das Thema Kinderarmut in Deutschland bewältigen können, wie wir die Zahl reduzieren können. Es wäre schön, wenn wir kein Kind zurücklassen. Das ist ja ein ganz wesentliches Anliegen auch der Bertelsmann Stiftung. Und ich glaube, wenn Erlangen das wirklich für die nächsten Jahre adressiert haben, sind eine große Chance, dieses Thema gemeinschaftlich anzugehen. Wir haben vor 2 Jahren ein Hearing veranstaltet, um mal ein bisschen Wissen zu sammeln. Und dann kam eine Mitarbeiterin aus dem Jugendamt und hat dieses Konzept Kinderstiften Zukunft vorgestellt. Das haben wir dann zusammengefügt, unser Thema Kinderarmut und dieses Kongresskonzept. Und ich glaube, das passt sehr gut.